schönen guten Morgen. Die nächsten 3 Stunden starten wir gemeinsam in den Tag und die ersten 50 sind sogar ohne Werbung bei uns. Herrlich, oder? Da können wir uns richtig entspannt, gemütlich machen. Und ja, da sollten Sie heute Morgen wirklich aufpassen, nämlich bei der richtigen Geschichte. Wahnsinn, ja. Ja, und eine Geschichte, die auch für Promis, gerade für Musiker ganz wichtig ist, ist etwas, was gerade überall diskutiert wird. Die Agentur Eventim, Konzertagentur, die möchte nämlich ganz schnell wieder Konzerte veranstalten, aber halt für Geimpfte. Ja, das fordern die heute Morgen. Damit gibt es natürlich jetzt so eine Diskussion, die eigentlich ja schon seit langem so geschlummert hat. Sollen Menschen, die die Impfung hinter sich haben, halt jetzt einfach schon mehr dürfen, also ihre Freiheiten zurückbekommen oder nicht? Und da interessiert uns heute Morgen besonders Ihre Meinung. Ja, sind Sie dafür? Sagen Sie, ja, wenn man geimpft ist, dann soll man schneller seine Freiheiten und Rechte zurückbekommen? Oder sagen Sie, nee, das ist ja unfair gegenüber denen, die jetzt noch nicht geimpft sind, weil so schnell geht das ja mit dem Impfen gerade alles nicht? Sagen Sie es uns. Machen Sie mit. Auf rtl.de/mitmachen, da können Sie jetzt abstimmen. Ja, also da ist, denke ich, ist wirklich sehr umstritten. Ich bin total gespannt, was Sie da jetzt entscheiden. Wir schauen uns auf jeden Fall ein paar Fakten dazu mal an. Also, ich muss sagen... Ja, ich meine, so findet halt gar kein Konzert statt. Das stimmt, das stimmt. Und ehrlich gesagt, wir hatten ja auch viel darüber diskutiert hier in der Redaktion und wir beide. Und du hattest eher gedacht, dass viel mehr Leute sagen, ja klar. Ja, ich wundere mich so ein bisschen, weißt du, weil jetzt monatelang es immer heißt, oh, die armen alten Leute, die vereinsamen. Oder die tollen Pfleger, die sich jetzt alle kümmern. Das sind die Gruppen, die als erstes geimpft werden. Und ich persönlich gönne denen das von Herzen, dass die jetzt schon mal einzelne Dinge machen können. Und wenn ein Gastronom wenigstens schon mal an 70-Jährigen Geld verdient, die da ihren Kaffee trinken. Also ich gönne das wirklich allen und ich habe da keinen Neid, sondern ich warte dann halt, bis ich auch geimpft bin. Aber Es ist sicher noch viel drüber gesprochen. Also man hat es ja auch gesehen, es ist im Laufe des Beitrags gerade so ein bisschen umgeschwenkt. Erst haben alle gesagt ja und jetzt auf einmal nein. Das ist ungerecht. Also ich bin so ein bisschen unentschieden, ehrlich gesagt. Wie viel haben es denn jetzt gesagt? Ich glaube 23% sagen das ja. In Ordnung. Das ist ein gutes Recht und 77% sagen, nein, das ist ungerecht. Ich finde das gemein. Ja. Aber gut, da wird sicherlich noch viel drüber gesprochen werden. Ja, und so sieht es heute Morgen in Deutschland aus. Wir werfen mal wieder unseren schönen Blick rundum durch die Wettercamps. Das hier ist Baden-Baden. Baden-Baden, das schläft man noch so ein bisschen. Also sitzen in ihrer Küche und so ein bisschen Kaffee aufsetzen und den ersten Kaffee des Tages trinken. Einzelne Lichter sieht man schon. Also sie sind nicht allein, wenn sie jetzt schon aufstehen müssen. Und wir können aber auch noch mal gucken, wie das von weiter weg aussieht. Ne? 400 Kilometer. So sieht die Erde gerade in diesem Moment von oben betrachtet aus. Gedanken macht da mit 27.000 km/h rast die ISS über uns drüber. 27, also das ist unvorstellbar. Wir haben ja gerade von oben schon einige Wolken gesehen. Die Frage ist ja auch, wie verteilen die sich heute so über uns? Und das wird Melanie uns jetzt verraten. Oben auf dem Dach. Oh, windig ist es, ne? Bleibt's grau. Gott, oh Gott, Melanie, es klingt aufregend. Außergewöhnlicher Schneesturm, das hört man selten irgendwie aus Deutschland. Allerdings. Ja, und wir gucken mal kurz, was der Tag heute sonst noch so bringt. Unsere kleine Übersicht für Sie. Es ist nämlich heute Weltkrebstag. Da soll noch mal mehr über Krebsprävention und Früherkennung aufgeklärt werden. Und außerdem wird über die aktuellen Entwicklungen in der Diagnose noch mal gesprochen. Ich habe nämlich gestern noch mal gelesen, jeder vierte Deutsche stirbt an Krebs. Vielleicht gibt es ja jetzt ein paar mehr Leute, die vielleicht auch die Vox-Show gesehen haben, Story of My Life, die jetzt vielleicht dann eher zur Krebsversorgung mal gehen. Das sollte das Ziel der Sendung sein. Und außerdem spannend heute, 20.15 Uhr bei RTL, das exklusive Interview mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel, stellt sich nämlich den Fragen unseres Politikchefs Nikolaus Blome und auch Frauke Ludewig wird dabei sein. Beide interviewen ihn, also Klartext der Kanzlerin, den können Sie sehen, 20.15 Uhr bei RTL. Da bin ich sehr gespannt, auch was Frauke aus ihr rausholt, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Perspektive. Das wird ja auch quasi wahrscheinlich ihr letztes Interview bei RTL sein, als Kanzlerin. Ich dachte gerade, Frauke ist... Nein, das ist nicht Kanzlerin. So, und dann ist heute der Geburtstag von Frank Zander. Wir haben gerade erst über ihn berichtet, der sitzt ja in so eine Wohnung, die da fast über ihm zusammenbricht. Deshalb wünschen wir, lieber Frank, dass da heute alles stehen bleibt und ihr euch trotzdem einen schönen Tag machen könnt. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht gibt es ja auch was Schönes geschenkt. Vielleicht ist er ja auch so ein Fan von Manuka-Honig. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert. Für viele ist das ja so wie so klebriges Gold. Mega teuer eigentlich. Aber gerade gibt es den Manuka-Honig günstig bei Aldi. Ganz genau. Ist zwar Honig, ne, aber man schmiert sich den eigentlich nicht aufs Brötchen, sondern den benutzen viele so als Heilmittel. Mhm. Ne, also bei Hautsachen. Oder schmiert mir den auf die Haut, den Honig, so genau, wie eine Creme. Genau, das kannst du machen. Du kannst den aber auch morgens irgendwie so einen Löffel einnehmen, einfach fürs Immunsystem oder gegen Halsbeschwerden oder sowas. Richtig teuer. Ich habe mal einmal sowas gekauft. Da kannst du wirklich bis zu 40 Euro bezahlen für so ein Gläschen. Ganz, ganz klein.
Aber jetzt gibt es den halt für wesentlich günstiger beim Discounter. Ich bin gespannt, wer sich das alles kaufen wird. Wir zeigen Ihnen das mal. Mal gespannt, ob das ganz schnell ausverkauft sein wird heute. Echt, also da werden wir auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Steffi ist da, du hast noch kein Glas gekauft. Der Trump sah auch oft gut aus, aber manchmal war es auch so ein bisschen verstörend. Ja, hat sie auch so ein bisschen komische Schlagzeilen bekommen. Ja. Ja, genau, das hat sie ja auch in irgendeiner Form immer getan. Aber jetzt kommt Jill Biden und ich wüsste gar nicht, was trägt die eigentlich? So Pastelltöne, keine Ahnung, aber eigentlich sieht sie auf jeden Fall immer super aus. Aber wir erfahren vom Modeexperten Thomas Rath, sie hat sich schon einen Fauxpas geleistet. Ulala. Herzlich willkommen nochmal. Die Koalition spendiert Familien nochmal Geld. Als Ausgleich für die Corona-Krise gibt es einen weiteren Kinderbonus, diesmal von 150 Euro. Auch Geringverdiener und Unternehmen sollen unterstützt werden. Dabei stand das GroKo-Treffen gestern Abend erstmal unter keinem guten Stern. SPD-Vizekanzler Scholz soll in Bezug auf das Impfdebakel intern übel geschimpft haben. Und wir sind beim Sport. Ja, was für ein Schock für unsere Tennisstars. Am Montag sollen eigentlich die Australian Open beginnen. Aber jetzt gibt es einen Corona-Fall im Spielerhotel. Ja, ich glaube, ich greife einfach auch zu einer neuen Maske. Dann ist es für mich auch irgendwie einfacher, als das Ding da reinzufummeln. Ja. So, Melanie steht draußen an der frischen Luft ohne Maske. Wie sieht's da aus? Ein eisiger Wind. Dankeschön. Ja, und das hier, das ist wirklich kaum zu glauben. Nicole Elkners guckt aus dem Fenster, vor der Tür wird der Bürgersteig repariert. Da denkt man sich jetzt nicht viel bei, außer auch hoffentlich sind die schnell fertig damit. Ja, und hoffentlich macht nicht so viel Dreck. Aber kurz darauf bekommt sie eine Rechnung und soll nur 36.000 Euro zahlen. Also, wie kann das sein? Ach, schlimm, oder? Furchtbar. 36.000 Euro mal eben so. 36, halb sieben. Schönen guten Morgen, hier ist RTL. Guten Morgen, Deutschland. Ja, und man denkt es gar nicht, sogar Andrea Berg, ein echter Superstar, leidet jetzt gerade an einem Finanzdrama durch Corona. Seit einem Jahr spielt sie keine Konzerte mehr. Und jetzt schwächeln leider auch die Firmen ihres Mannes. Eine davon ist schon insolvent. 9 Millionen fehlen den beiden gerade an Einnahmen. Und da fragt man sich natürlich schon, wie soll das weitergehen? Gucken wir gleich mal. Nach den Meldungen des Morgens, die gibt es jetzt kurz und kompakt. Auf jeden Fall sehr, sehr furchtbar. Maskenzoff in Hamburg. Also dort trauen sich Anwohner angeblich nicht mehr vor die Tür, weil Jogger ohne Schutz unterwegs sind und ihnen rücksichtslos ins Gesicht schnaufen beim Laufen. Also Maskenpflicht jetzt auch für Läufer. Das wird da zumindest gefordert. Wir gucken mal, ob das sinnvoll ist. Ja, dann gibt es den Superhof. Nach dem schweren Unfall gestern Nacht in Berlin, den haben Sie ja bei uns gestern Morgen hier sicher gesehen, steht jetzt der Fahrer unter Verdacht. Spannend. Also ich muss sagen, auch wenn es hässliches Wetter wird, ich wäre trotzdem gerne mal dabei bei so einem Schneesturm im Norden. So selten wie das ist. Das stimmt, ist irgendwie immer schön. Dürfen bald nur Geimpfte zum Konzert? Das fordert ja heute Morgen die Ticketplattform Eventim und stößt damit eine Diskussion an, ja, die irgendwie schon so lange schlummert. Ne? Also es wird immer schon mal angesprochen. Sollen Menschen, die die Impfung hinter sich haben, schneller ihre Freiheiten zurückbekommen? Ja, und da interessiert uns heute früh natürlich auch Ihre Meinung. Sind Sie dafür? Ja. Oder sagen Sie, nein, auf gar keinen Fall, das wäre irgendwie unfair. Auf jeden Fall sagen Sie es uns und stimmen Sie jetzt ab. Gehen Sie online auf rtl.de/mitmachen oder auch mit Ihrem Handy und dann können Sie uns das sagen. Ja, viele sagen ja, ach ja, das wäre schon richtig, dann können die Leute endlich schon mal raus, die geimpft sind. Und die Gastronomen können wenigstens für ein paar Gäste öffnen. Aber andere finden vielleicht auch, das wäre ja ungerecht denen gegenüber, die noch keine Impfung bekommen. Echt schwierig. Na, wir zeigen jetzt mal ein paar Argumente und währenddessen sehen Sie Ihre Meinung auch schon live eingeblendet. Ja, und über 2300 Menschen haben in dieser kurzen Zeit gerade abgestimmt Vielen über rtl.de/mitmachen, aber auch sehr eindeutig. Sehr eindeutig, ja. Also wirklich gerade mal ein Viertel weniger sogar findet, ja, die Leute haben das gute Recht, Geimpfte, dann wieder loszugehen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich gönne ja wirklich jedem Krankenpfleger, jedem Altenpfleger und jeder älteren Dame die Möglichkeit, jetzt schon mal was zu unternehmen. Also ich hätte auch ehrlich gesagt gedacht, dass mehr Leute für Ja stimmen. Mhm. Ich kann es nachvollziehen, dass man dann so ein bisschen traurig ist, wenn man selber nicht dabei ist. Genau. Aber eigentlich, ja, ich glaube, ich tendiere auch mehr zu Ja. Das wäre die Möglichkeit, denen was Gutes zu tun und sich wirklich mal zu bedanken. Deshalb. Stimmt. Statt einfach nur zu applaudieren abends auf dem Balkon. Genau. Für viele Menschen ist das hier ja quasi klebriges Gold. Ich muss sagen, ich hatte bisher nichts mit Manuka-Honig zu tun. Mhm. Habe aber noch mal was davon gehört. Ist eigentlich mega teuer. Und es gibt es allerdings jetzt in einer günstigen Variante, aber wohl genauso gut. Bei Aldi? So viel nimmt man da gar nicht. Nein? Also mach mal, aber eigentlich nimmt ich man so kleine, hier, ne? So eher homöopathische Dosen. Ich reibe zurzeit gerade das Meerschweinchen meiner Tochter abends damit ein, weil das so eine Kartenstelle hat. Das soll total, gegen total viel helfen, also gegen Hautprobleme, aber auch wenn du Halsschmerzen hast oder auch das gesamte Immunsystem irgendwie stärken.
Ich muss sagen, es schmeckt für mich tatsächlich jetzt, ich bin jetzt auch nicht so jemand, der oft Honig isst, wie normaler Honig, aber es ist wirklich teuer. So ein normales Glas kostet 40 Euro und beim Aldi gibt es das jetzt in günstiger und wir haben mal geguckt, ob es das tatsächlich dann auch wert ist. Kann ich jetzt alles aufessen? So, ist das auch? Ich meine, man braucht gar nicht so viel. Ach, ein so. Meerschweinchen hat es vom Tierarzt. Und ich habe ihn auch immer noch im Rachen, ich spüre es noch. Du wirst jetzt nie mehr krank. Ja, und das kann man bei dem Wetter auch gebrauchen, jedenfalls ja. Je nachdem, wo man wohnt. Denn es pendelt alles zwischen Frühling, Schneesturm und Hochwasser, ne Melanie? Auch wenn man drinnen sein kann, ist ja auch ein Schneesturm schön. Ich bin echt gespannt, was für Bilder wir dann vom Schneesturm nächste Woche sehen werden. Was man im Schneesturm, glaube ich, nicht so gut machen kann, ist Joggen. Da braucht man zurzeit ja auch keine Maske tragen. Ich muss zugeben, ich jogge sehr gerne fast jeden Tag und ich kann es mir auch nicht vorstellen, mit einer Maske zu joggen. Stelle ich mir auch echt unbequem vor, aber ist natürlich immer ein bisschen die Frage. An manchen Stellen ist es schon mal so eng, dass man wirklich denkt, pusten wir uns jetzt hier nicht alle gegenseitig ins Gesicht, ne? In Hamburg zum Beispiel. Da beschweren sich jetzt gerade ganz viele Anwohner, dass die Jogger ihnen so nah auf die Pelle kommen, dass sie quasi ungefiltert beim Ausatmen, beim schweren quasi den Leuten ins Gesicht pusten. Ich hatte gestern auch noch so ein schlechtes Gewissen beim Joggen tatsächlich. Musst du jetzt nicht mehr haben. Kannst einfach schon gleich nach dem Honig gegessen. Werde ich beim nächsten Mal sagen. Ja, vielleicht. Vielleicht wäre das Beste. Es ist 19:30, da sind wir wieder. Und gleich sprechen wir mit unserer VIP-Expertin Steffi Brunks über eine Schlammschlacht vom Feinsten. Wer streitet sich da, Steffi? Ja, unser Fußballstar Jerome Boateng mit seiner Ex-Freundin. Und jetzt schaltet sich sogar noch eine Frau ein. Das machen wir gleich. Vorher haben wir diese Meldungen für Sie in der Zusammenfassung. Sagt Ihnen der Name Helena Zengel was? Falls nicht, dann sollten Sie sich den jetzt mal merken, dringend. Ja. Sie ist erst 12, ja, das 12-jährige Mädchen, sie kommt aus Deutschland, aber könnte tatsächlich jetzt unser neuer Megastar in Hollywood werden. Da sehen wir sie gerade schon, wie sie da grinst. Mhm, ja, Helena ist nämlich aktuell für ihre Rolle an der Seite von Tom Hanks für den Golden Globe nominiert. Wir haben sie jetzt zum Interview getroffen und da hat sie uns was verraten. Und zwar eine sehr, sehr lustige Macke von Tom Hanks. Oh, da kann man ja echt nur alles Gute wünschen. Und hoffentlich, dass sie mal wieder schlafen kann. Ja, wirklich. Genau 19:58. Herzlich willkommen zurück. Dankeschön, Melanie. Ja, jetzt haben wir einen Fall, der schon vor 20 Jahren in der Presse für jede Menge Unmut gesorgt hat. Er hat zwei Mädchen ermordet und er will trotzdem frühzeitig aus dem Knast entlassen werden. Ja, Wahnsinn. Der Fall Ronny Rieken hat vor knapp 20 Jahren ganz Deutschland bewegt und das Leben von Ulrikes und Christinas Familien zerstört. Jetzt prüft ein Gericht ernsthaft, ob der Kinderschänder früher rauskommen kann. Und das ist für den Vater der ermordeten Christina natürlich wirklich furchtbar. Der ist entsetzt. Wahnsinn. Also ich erinnere mich wirklich noch genau, als die Kinder damals vermisst wurden und so. Also man spürt es auch durch die alten Bilder immer noch genauso. Also furchtbar. Jetzt kommen wir zu einem Fall, der ist ziemlich nervig für die Familie Moog, die seit Monaten auf Telefon und Internet warten. Aber stattdessen kriegen sie ein Riesenloch in ihrer Einfahrt. Das ist echt Wahnsinn. Sie haben neu gebaut und bei der Telekom den Anschluss an das Hauptkabel beantragt. Wie man das halt eigentlich so macht, ganz normal, ne? Doof ist nur, dass die Firma, die beauftragt wurde, dieses Kabel zu verbinden und da gebuddelt hat, das Kabel einfach nicht findet. Es ist nicht da. Wirklich verrückt. Gucken Sie sich das mal an. Ich kann es total nachvollziehen, wenn man endlich Internet zu Hause hat. Horror. Zum Glück war unsere Kollegin da und deshalb die Bitte an Sie, wenn Sie auch ein Problem haben, melden Sie sich gerne. Vielleicht können unsere Reporter Ihnen ja auch helfen. Schreiben Sie einfach eine Mail an post@rtl.de und dann schicken wir jemanden zu Ihnen raus. Ja, und gestern hätte eigentlich unsere Kollegin Katja Burkhardt mal Hilfe gebraucht. Ich glaube, das Jahr ist noch kurz, aber wir haben gestern schon eine der schönsten Pannen des Jahres gesehen. Katja Burkhardt Schluck auf mitten in der Sendung, live bei Punkt 12. Haben Sie es gesehen? Das war so, naja, sie fand so geht so, wir fanden super. Gucken Sie einfach selbst. 19:24 RTL mit Guten Morgen Deutschland und es ist Zeit für unsere Aktion hier gerade im Lockdown. L wie Lockdown. Genau, diese Woche gucken wir immer so was Kinder sagen, wobei... Nee, was? Kinder heute nicht machen wir heute. Mal was anderes. Wir gehen heute mal nach Hawaii. Soll sehr schön sein. Das kennst du ja, Steffi, oder? Wann warst du zuletzt da? Oh, ja, 2019, schon ein bisschen her. Ja, und ich glaube, da wirst du vermisst. Oh nein! Guck
Corona nachholen können. Oh Gott, da drücken wir die Daumen. Ja, das danke. Wird auch auf jeden Fall gehen, das muss sein. Toll, ein Auftritt im Schlafanzug. Ja. Ich meine, dagegen hätte ich auch nichts, jemand im Schlafanzug zu sitzen am Ende der Sendung, nee, oder? Stimmt, machen wir auch mal. Wir schmeißen auch gleich im Schlafanzug, ihr auch wahrscheinlich alle. Wir sehen uns morgen früh wieder hoffentlich. Ab 5.30 Uhr sind wir ja für Sie da. Genau, und denkt Sie an unseren Wochenpreis. Da können Sie also auch noch anrufen unter der 01379 40 40 40 mit dem Wort morgen mitmachen. Und morgen, da gibt es zwar auch Schnee, allerdings keinen auf Hawaii, sondern in Deutschland. Da wird Melanie dann hoffentlich am Start sein. Ja, Deutschland, ganz genau. Ich bin morgen wieder am Start. Dann sehen wir, wo es schneit. Bye, bye to Hawaii. Bye. 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 Hallo. Dankeschön. Tschüss.